Wie viel kostet der teuerste Edelstein? Bei der Firma Baiko können zahlungskräftige Kunden die exklusivsten und teuersten Juwelen finden, die dieser Markt heute zu bieten hat. Marco, erzählen Sie bitte, welche Juwelen Sie an der Basel 2016 vorstellen. Für die Basel 2016 haben wir eine wunderschöne Kollektion vorbereitet. Vor Ihnen liegen einige Juwelen. Hier sehen wir den wunderschönen 40 Karat Saphir aus unserer Monochrom-Kollektion. Das Design aus mehreren Saphiren ist sehr kompliziert. In der Mitte sehen wir ein Einzelstück aus 16 Karat. Es ist ein natürlicher, ungeschliffener Bourmet-Rubin. Die Größe, Reinheit, Farbe und der Schimmer dieses Steins ist faszinierend und unglaublich selten. Diesen Edelstein rahmen Diamanten ein. Aufgrund seiner Seltenheit und Schönheit hat dieser Stein diesen Platz auch wohl verdient. Weiter sehen wir den wunderschönen Burma-Saphir. Dieser Edelstein ist seltener als die Edelsteine, die man in Sri Lanka oder in Madagaskar finden kann. Aus diesem Grund kostet dieser Stein auch dementsprechend mehr. Weiter sehen wir ein Set aus Smaragden. Es besteht aus unvergleichlichen Einzelstücken. Die Mischung aus antiken und modernen Diamanten soll die Vergangenheit mit dem modernen Flair vereinen. Wunderschön. Und wie werden diese Steine verarbeitet? Ein Edelstein wird immer nur umrahmt. Der Stein an sich ist das wesentliche Schmuckstück, welches an keinem Design mehr bedarf. Das Außendesign soll die Schönheit eines Edelsteines unterstreichen. Die Juwelen von Baiko sind sehr elegant und königlich. Wie verbinden Sie diese Klasse mit den neuesten Trends? Klassische Juwelen sind immer im Trend. Traditionelle, wunderschöne Juwelen, die vor 50 Jahren modern gewesen sind, sind heute genauso ein glänzender Blickfang. Trends kommen und gehen. Juwelen sind zeitlos, klassisch und traditionell und werden von Generation zu Generation weitervergeben. That people are willing to buy and own for a lifetime and pass it down to the next generation, then they want something traditional and classic and important. Vor 3 Jahren hatten Sie an der Baselworld Ihren Kaisersmaragd vorgestellt. Wie werden diese wunderschönen Steine beschaffen? In unserem Geschäft zählt nur der Ruf und der Name Ihres Unternehmens. Dieses Geschäft hat mein Vater von meinem Großvater geerbt und mein Vater hat es mir vererbt. Ich kann mich glücklich schätzen, weil der Ruf unseres Unternehmens ein sehr guter ist. Jeder weiß, dass wir immer die Ersten sind, die einen neuen Stein vorstellen, ganz egal, wo er herkommt. Und diese Tatsache hat uns eine rentable Position in dieser Industrie verschaffen. In unserem Geschäft muss man sehr schnell reagieren können, um neue Einzelstücke schnell kaufen zu können, bevor es die Konkurrenten machen. Und wie legen Sie den Preis dieser Edelsteine fest? Der Marktpreis eines bestimmten Steins ist fixiert. Wenn es aber um seltene Steine oder um Einzelexemplare geht, die man auf der ganzen Welt nicht noch einmal finden kann, muss der Käufer mit dem Verkäufer einen Preis aushandeln. What the buyer is willing to pay and what the owner of the piece is willing to let it go for. Is that simple? And going back to the Wie läuft der An- und Verkaufsprozess ab? How involved are you as a buyer in regards to the stone and passing on then to the consumer? Wie gesagt, in meinem Fall handelt es sich um ein Familienunternehmen, welches aus mir, meinem Bruder, meinem Vater und meinem Onkel besteht. Wir alle sind an jedem Prozess beteiligt. Der Ankauf und das Design ist eine Teamarbeit. Während eines An- oder Verkaufes wird viel verhandelt. Man muss schon sehr geduldig sein und mit etwas Glück kann man im Endeffekt etwas sehr Schönes und Einzigartiges kaufen. Wie lange dauert die Beschaffung eines Edelsteines?
Während der Beschaffung weiß man nie, was man im Endeffekt erhalten wird. Die Beschaffung kann mehrere Monate oder nur eine Woche einnehmen. Wenn wir den Stein dann vor uns liegen haben, wird der Zuschnitt und das Design festgelegt. Dieser Prozess kann einige Jahre dauern. Manchmal wissen wir sofort, wie das Design auszusehen hat. And then other times it could take years before we actually decide on how to set it, what piece of jewelry to create with it. And has there been any stones that have been too special? Gibt es Juwelen, die aufgrund ihrer Seltenheit unbezahlbar sind? Der Kaisersmaragd ist solch ein Juwel. Dieser Stein ist durch und durch einzigartig und wunderschön. Mit diesem Stein hat unsere Mutter Natur eine hervorragende Leistung bewiesen. Vor 40 Jahren hat meine Familie diesen Stein gekauft. Es ist das Erbe meines Großvaters, welches wir niemals verkaufen werden. Wie viel wiegt dieser Stein und was würde er kosten, wenn er zu verkaufen wäre? Dieser Stein besitzt 206 Karat. Einen Preis kann man nicht festlegen, weil man absolut nichts mit dem Wert dieses Juwels vergleichen kann. Dieser Stein hat keinen Preis. Marco, ich bedanke mich für diesen Beitrag. Sehr gerne.